White kannte ich das erste Level dann doch nicht. Aber man sieht es hier, es springt einem förmlich ins Auge, diese Möglichkeit hier hochzuklettern, und das hat mir überhaupt nichts gebracht. Scheiße. Die reinste Zeitverschwendung. Denn diesen Move habe ich schon. Glaube ich jedenfalls, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Dummes gemacht. Aber ich meine, den Move kenne ich schon. Das war der, da ich Katsui so halten kann und mit ihr schießen kann. Ich hätte natürlich auch in Takizans Tempel nochmal gehen können, aber es ist so schwer. Da fehlen mir nur diese drei Dinger noch. Die drei Statuen. Irgendwann mache ich das mal. Aber jetzt schalte ich erstmal das nächste Level frei. Wenn es... Ja, ich glaube, es reicht. Rechts, links oder so ging es immer. F8. So. Und es wird immer schwerer. Schwieriger. Oder schwerer, wie immer. Und das Puzzle ist verbuggt, ich weiß. Das liegt an der ROM. Hallo. Wo kommt es denn lang? Hin? Hier? Ja. Ich muss mich beeilen. Nein. Ach, ich mag keine Puzzle. Hier? Yes. Oh, ist halt knapp, das ist knapp. Ah, schneller. Hier? Nein. Hier? Jawohl. Das kommt bestimmt hier hin. Wow. Wo ist eigentlich dieser Maulwurf, der immer seine komischen Geräusche gemacht hat im Hintergrund? Keine Ahnung. Boah, das ist knapp. Boah, schnell. Nein, falsch. Hilfe. Boah, noch 35 Sekunden. Ah. Das klappt aber, das klappt. Boah, ich bin so schlecht. Oh, geschafft. Ja. Mach hin! Schlag rein! Boah, Mann! Mach mich nicht fertig! Das ist so anstrengend heute. Erst dieses Rennen zweimal. Und jetzt dieses Puzzleteil. So geschafft jetzt. Mach hin! Zeig mir den Weg. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzles. Ich gucke, ich will sehen, zeig mir. Witch World. Oh, da unten geht's lang, das habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Da gucke ich gleich mal nach. Und geschlossen, kein Eintritt. Wird zu geöffnet. Bitte eintreten. Nicht ganz, aber im übertragenen Sinne. So, dankeschön. Bis zum nächsten Besuch. Ja, ja. Aufgabe 4 reicht hier nicht, immer dasselbe. So, kurz speichern. Okay, auf zu Welt Nummer 3. 14 brauche ich, ich habe 11. Also muss ich lediglich 3 Puzzles finden. Rein theoretisch, nee, hier war das nicht. Wo waren das? Ach so, das war weiter oben. Ich hoffe mal, ich komme da durch den Teleporter hin, ich weiß es nicht. Das wäre sehr praktisch. Ich habe keine Ahnung. Was ist das eigentlich alles? Ich weiß es nicht. Ach, ich glaube, das war das mit dieser Honigtante da. Da gehe ich gleich nochmal hin und guck, ob ich eine neue Honigwabe kriege. Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Wo war die? Da oben? So. Und bitte, es wäre sehr schön, wenn du mir eine zusätzliche Honigwabe geben könntest. Ja, das weiß ich auch, dass du Honig-Bikini bist. Oh ja, du Lippenstift, Tunte, du. Ja, will ich. Yeah, gib mir. Sicher, Süße. Aha. Du bist ja so süß.
Und ich will nicht wissen, wie sie es eben aufgefangen hat. Okay, was hier? Jo. So. Auf zu Level 3. Und das war hier. Ah, ich liebe dieses Spiel. Allein die Musik, das ist schon... Wow. Ich liebe sie. So, jetzt will ich aber zuerst mal in diesem Gewässer gucken. Denn ich meine, da war ich noch gar nicht drin unten. Ach so, weil es da auch gar nicht reingeht. Da ist ein Stein vor und da muss ich bestimmt erst noch einen Move lernen. Das wäre jedenfalls sehr logisch. Und wieso habe ich aber diese Noten nicht genommen? Das wundert mich. Ist hier noch was? Nö. Nur eine komische Einbuchtung. Was hier? Ah, machst du mich erwischt? Hab euch dich auf. So, was ist das nochmal? Lamm. Out of order. So ein Schade. Schade. Was ein Mist. So, rein hier. Speichern. Und weiter. Yeah. Boah, ich hab null Plan wieder von dieser Welt. Ich hab sie noch nie gesehen. Boah, was ist das jetzt für ein Viech? Kein Gegner schon mal. Hallo, meine Hübschen. Kennen wir uns, meine Dame? Ah, eine Dame. Nicht persönlich, aber ihr habt meinem Mann geholfen, als wir noch auf dem Freezy Peak gewohnt haben. Aha, von Banjo-Kazooie ist es. Ah, da müssen die Frau Boogie sein. Wie geht's dem Großen? Och, ein bisschen älter. Ein bisschen dicker. Jetzt fährt er keine Schlittenrennen mehr, sondern sieht den ganzen Tag nur noch fern. So ein fauler Kerl. Naja, ich muss jedenfalls nach Hause. Ich habe mich mit meinen Kindern Groggy Google Blub Blub verabredet. Du hast dich zufällig Interesse daran zu suchen und blub, keine Ahnung. Okay, ich muss schon nochmal kurz. Was? Woran hab ich kein Interesse? Sag's nochmal. Komm schon. Das war doch richtig. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du Krogi so herbringst. Aha, okay, ich verstehe. Das ist ein Vergnügungspark und sie sind ihre Familie, bis auf diesen Vater da. Und das müsste ich können. Ja. Alles hier oben. Was ist das? Hamburger? Ah, ich hab Hunger. Lol. Dem ist das runtergefallen, wa? Wie dreist. Aber wirklich gesellschaftswiderspiegelnd. Okay. Ein Riesenzirkus, der darf natürlich nicht spielen. Ich werde natürlich gleich wieder angegriffen. Das ist ja so gemein von einer Beatbox, möchte gern irgendwas, Kassel, keine Ahnung. Raus. Motor. Boah, wie weit kann der schießen? Was willst du jetzt? Ein Burger gefällig. Big Earl verkauft die besten Burger in Hexenparadies. Bäh, wie konntest du nur einen Job im Catering bekommen? Ja, ich weiß nicht genau. Ich habe früher Toiletten geputzt. Aha, lecker. Du sagst es. Kein Appetit mehr. Nee, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Du Drecksack. Oh, Noten sammeln. Ja, ich gehe gerne erstmal durch ein Dings, durch eine Welt. Guck mir alles an, bevor ich die einzelnen Sachen mache. Puh, ein bisschen Überblick verschaffen. Oh, da werde ich lange dran zu tun haben hier, denke ich mal. Kommst du jetzt, lecker? Warum ärgern die sich denn so? Ich hasse Kunden, wie witzig. Die wollen immer etwas, also wirklich. Das können sie doch nicht verlangen, immer was wollen. Mach deine Bestellung, oh Dali, ich hab zu tun. Das sehe ich, wir müssten wirklich ewig anstehen und die unglaublichen langen Schlangen. Ein geborener Komiker für war. Ja, matschige Pommes mit Joe, egal.
Boah, ist der nett, aber so typisch, es ist echt so gesellschaftswiderspiegelnd, dieses Spiel. Oh, ein Jinjo. Boah, Hilfe, was ist das für ein Vieh? Immer so leicht, das ist cool. Aber was? Schwer ist eigentlich besser. Den kenne ich ja schon, warum sagt ihr das nochmal? Das weiß ich doch schon längst. Du Blubber, du Erpistisch. Und Benjo nickt einfach nur. Oh, Hilfe, Scheiße! Nein! Nein! Jetzt weiß ich auch mal, was Neues gesagt hat, weil es einfach eine neue war. Scheiße, ich habe das Schlimmste gemacht, was ich konnte. Boah, Hilfe. Ich muss ihn besiegen, ich muss ihn besiegen. Boah. Ich darf nicht kaputt gehen. So, vom nächsten Mal gehe ich hier rein. Aber jetzt komm ich auch. Ne, niemals. Hammer? Oder ne, jetzt ist reicht. Oder? Wow, scheiße, ich habe keine Zeit. Beziehungsweise kaum Zeit. Hallo? Was willst du? Ich verstehe nicht. Ich habe keine Ahnung, was der will. Echt nicht. Oh, das ist sehr schlecht. Ich brauche Energie. Kannst du mir Energie geben, bitte? Der kommt ja immer wieder neu, das ist sehr schön. Solange ich nicht an dem kaputt gehe, kann ich mich hier auffüllen. Ein Dollarauto. Hier kommt der Geldtransport hin, denke ich mal. Also gibt's hier auch bestimmt Banditen. Aber von diesen Kindern da, die ich finden sollte, habe ich noch keinen gefunden. Kommt der mal wieder? Hallo? Hallo? Wo bist du? Ah, sehr schön. Okay, der braucht aber ewig, bis er wieder da ist. Deswegen. Oh, und der gibt dir schon eine Honigwabe. Was eine Verarsche. Du kannst mich doch mal. Boah, das ist so brutal. Ah, wehe, du rastest wieder aus. Du tollwütiges Vieh. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ah, Schwein gehabt. Ah, sehr gut. So. Rundgang beendet. Oder? Nee, hier war ich noch gar nicht. Aber ich bin jetzt wieder voll aufgefüllt, oder? Fast. Was ist das denn für eine Lightshow? Ach du Schande, neuer Gegner oder was? Hammer, Hilfe, ich hab Angst vor dem. Ey, ich will wieder weg. Boah, hab ich Angst. Das ist sogar noch am Anfang, also war ich hier doch schon. Das habe ich gar nicht gesehen. Bin ich blind, ey. Knoten, da komme ich aber niemals dran. Niemals. Sag ich doch. Boah, scheiße, elektronisch aufgeladen. Grauenvoll. Fürchterlich. Beängstigend. Und das soll ein Vergnügungspark sein? Das ist ein Horrorpark. Nicht sehr kundenfreundlich. Man wird hier nur geschlagen und... Ach du Scheiße. Ich speichere und... Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.